liebe Freunde, und erstmal vielen Dank für eure ganzen Nachrichten zu unserem letzten Video. Wir waren ja dann schon auf der ersten Etappe in Frankreich unterwegs und haben euch kurz erläutert, dass wir hier diese tote Winkel-Hinweis-Aufkleber auf unsere Greta aufgebracht haben. Und daraufhin haben wir ziemlich viele Nachrichten gekriegt, wieso, weshalb, warum und wo das überhaupt notwendig ist. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal ein kurzes Infovideo und erklären euch, was es mit diesen Aufklebern auf sich hat. Genau. Diese Aufkleber sind notwendig in Frankreich seit Anfang 21 für Fahrzeuge überhalb von 3,5 Tonnen. Dabei spielt die Größe keine Rolle. Die Aufkleber sollen abschrecken bzw. darauf hinweisen, Fußgänger, Radfahrer, jeder, der hier dran vorbeigeht oder im Fahren vor allen Dingen, dass dieses Fahrzeug einen toten Winkel hat. Ja? Tote Winkel. Ihr wisst selber, man kann nicht immer alles sehen. Das heißt, wenn also jetzt hier ein kleines Kind vielleicht vorbeiläuft oder ein Radfahrer, kann es passieren, dass man den im Spiegel oder in der Scheibe noch nicht sieht. Und dieser Radfahrer, Fußgänger, egal was, soll durch diese Aufkleber darauf hingewiesen werden, dass wir ihn vielleicht nicht sehen können. So, darüber kann man sich streiten, ob das was hilft oder nicht. Aber ich finde, wenn ein Unfall vermieden wird durch so einen Aufkleber, haben wir alle schon gewonnen. So, der Aufkleber soll groß sein. 25 cm hoch, 17 cm breit und muss so aussehen. Die sind genormt und so sollen sie auch sein. Es gibt den Aufkleber mit dem Buskennzeichen und es gibt den Aufkleber mit einem LKW-Kennzeichen. Wir haben jetzt hier den Buskennzeichen, den sollte man auch für ein Wohnmobil verwenden. Ich glaube aber, wenn man den LKW-Aufkleber hat, ist es nicht so dramatisch. Es gibt wohl auch welche, die haben ein Wohnmobil da drauf, aber die sind wohl nicht regelkonform, laut ADAC. Ich weiß es auch nicht hundertprozentig, ich habe mich beim ADAC informiert und deswegen, das sind das jetzt die, die Angaben vom ADAC, und wenn die es nicht wissen, wer soll es denn dann wissen? So, also haben wir uns diese besorgt, Internet, ganz normale Aufkleber, und die haben aber auch eine bestimmte Stelle auszufüllen. Und zwar sollten sie nicht weiter wie 1 Meter von vorne weg sein, mindestens 90 cm hoch, maximal 1,50 hoch. Geklebt werden. So, das mit den Meter, das hat jetzt bei uns nicht so ganz funktioniert, weil ich wollte es hier nicht auf diese Beklebung kleben. Frankreich sagt, ist jetzt in 21 noch kulanterweise auch woanders anzubringen. Hauptsache, er ist in dieser Region, dieser Aufkleber. Ich denke mal, ab 22 gucken die da genauer hin und dann muss man halt vielleicht was anderes nehmen oder eine andere Stelle wählen, die halt wirklich angegeben ist. Das sind jetzt ganz normale Aufkleber und ich hoffe, es gibt auch wieder ablösbare Aufkleber in Zukunft. Ich habe auf die Schnelle nichts gefunden. Es gibt Magnettafeln, die gehen aber natürlich hier auf dem nicht. Es gibt aber auch hoffentlich demnächst auch wieder ablösbare, sodass man sie drauf machen kann und rückstandsfrei wieder abziehen kann. Kennen wir ja von diesen Nanopads von Silvi. So, das Ganze muss auf der Seite, muss auf der Fahrerseite und auch hinten angebracht werden. Und hinten ist es genauso. Irgendwo in einem Bereich von 90 cm mindestens und 1,50 Höhe maximal. So, dass man das, dass es wirklich im Blickfeld von, ich sag mal, kleinen Kindern oder Radfahrern ist. Und vor allen Dingen auch nicht nur für französische Fahrzeuge, sondern für alle Fahrzeuge, die da drin sind, die durch Frankreich fahren. Also egal welcher Nationalität. Aber nochmal ganz klar, es gilt nur für Fahrzeuge über 3,5 Tonnen. Genau, also wenn jetzt Greta, wie früher, nur 3,5 Tonnen gewogen hätte, hätten wir ihn nicht gebraucht. Aber dadurch, dass sie ja über 3,5 Tonnen zugelassen ist, brauchen wir diesen Aufkleber. Natürlich ist es in dem Fall irgendwo gaga, weil eigentlich müsste jeder unübersichtliches Fahrzeug so einen Aufkleber tragen und nichts mit dem Gewicht zu tun haben. Aber man hat halt in Frankreich das jetzt so geregelt und das müssen wir halt akzeptieren. Punkt. So ist das. Regeln sind Regeln. Regeln sind Regeln, sollte man einhalten. Und ich glaube, 135 Euro Strafe, wenn man sie nicht hat. Also, dann lieber so. Also, Freunde, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir konnten ein bisschen Licht in das Aufkleberdunkel bringen. Und klebten halt drauf. Ich werde den jetzt, wenn wir zurück sind, wieder ablösen. Ein bisschen mit dem Warmluftföhn. Und dann kann man den normalen Aufkleber ja wieder ablösen. Und ja, wie gesagt, fürs nächste Mal werde ich dann sehen, dass man ablösbare Aufkleber irgendwo herkriegt, die man wiederverwenden kann. Also, bis dahin, bleibt gesund, fahrt vorsichtig. Schönen Urlaub und viel Spaß in Frankreich für euch. Bis zu unserem nächsten Video. Tschüss. Tschüss.